Hallo und herzlich willkommen hier zu den neuesten Filmbesprechungen beim Telestammtisch. Beginnen werden wir mit einer Monsterrunde. Nicht etwa nur, weil wir hier über Godzilla 2, King of the Monsters, sprechen werden. Nein, es waren gleich 4 Redakteure für uns unterwegs und haben hier diesen Film geschaut. Das waren an dieser Stelle also Andi und Eva sowie Max und Stu. Die 4 Hübschen haben hier Vollgas gegeben und auch eine riesengroße Besprechung für euch aufgenommen. Ob der Film wirklich auch riesengroß und total geil geworden ist oder vielleicht doch ein bisschen mehr Style over Substance, das erfahrt ihr in der Besprechung. Im Anschluss gibt es einen Singlecast von der lieben Lara zum Film Orangentage. Das ist, glaube ich, ein Coming-of-Age-Film und vielleicht ist der ein bisschen langweilig geworden. Vielleicht aber auch nicht. Details erfahrt ihr von der Lara. Und zu guter Letzt gibt es noch einen Singlecast zu einem Doctor Who Special, denn der liebe Patrick ist ausgezeichneter Film der Serie Doctor Who. Da gibt es ja nun wirklich diverse Reinkarnationen diverser Doktoren über viele Jahre hinweg. Ich stecke nicht so im Thema drin und kenne da nur oberflächliche Details. Aber wie das für britische Serien so üblich ist, gibt es regelmäßig Specials. Hier war es jetzt so, dass es wohl kein Weihnachtsspecial gab zu einer der Staffeln, sondern eben ein New Year's Special. Jo, und das hat sich ja Patrick natürlich nicht nehmen lassen und wollte da mal genau gucken, hat sich die DVD für euch angeschaut und nun erfahrt ihr, wie ihm dieses Special gefallen hat. Viel Spaß bei unseren 3 Besprechungen. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload. Ich würde mich generell freuen, wenn ihr euch mal meldet. Hier gibt es immer eine ganze Menge Sachen zu tun. Ja, im besten Fall reden wir mal über Filme. Und ich würde mich freuen, einfach ein paar neue Köpfe, Gesichter und vor allem Stimmen hier im Telestammtisch, beim Telestammtisch begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Godzilla 2, King of the Monsters. Ich bin der Stu und bei so einem Film brauche ich natürlich echte Könige und Königinnen. Das wären einmal die Eva. Hallo. Der Max. Jawohl. Und der Andi, die einzige Person heute, die einen Namen mit 4 Buchstaben hat. Ja, guten Tag. Yeah. Aber fühle ich nicht ausgeschlossen. Wir haben dich trotzdem lieb. Sehr schön. Ja. Gut, ihr Lieben, bevor wir ins Eingemachte kommen, müssen wir erst noch so die gängige Praxis erfüllen. Wer von euch möchte denn gerne mal die Fakten vorlesen? Ich. Bitte. Also, der Film heißt King of the Monsters, Godzilla 2, wie schon gesagt. Er kommt am 30. Mai in die deutschen Kinos und Regie hat geführt Michael Dougherty, der schon Trick or Treat und Krampus gedreht hat. Ich denke, das ist auch sein erster großer Blockbuster-Film davor. Das war schon eher so Independent-Kram. Aber jetzt hat er hier dieses 200-Millionen-Dollar-Projekt gestemmt. Und mit dabei sind Vera Farmiga, Kyle Chandler als Eltern, sag ich mal. Ihre Tochter wird gespielt von Millie Bobby Brown. Dann gibt's noch den ultrabösen Charles Dance, mal wieder als Bösewicht. Und wieder mit dabei, wie schon im ersten Teil, die Monarch-Chefs, sag ich mal, Ken Watanabe und Sally Hawkins. Es sind noch ganz viele andere dabei, also ein riesiger Cast mit vielen bekannten Namen. Und ja, Godzilla ist auch dabei. In der Hauptrolle, ja. Genau, wer den spielt, weiß ich gerade nicht. Wer da drin steckt, in dem Robert De Niro. Genau. Ja, und in den Nebenrollen noch King Ghidorah, Mothra und Rodan. Ja, vorweg sehr gesagt, das fand ich sehr amüsant, dass die Monster auch alle im Abspann auftauchen, als Her und himself. Das fand ich sehr ja, wie bei Tierfilmen ja. Auch, gell? Also wenn da irgendwie Hauptrolle der Bernhardiner. Ja. Ja. So, es wird noch, eine Sache müssen wir doch aus dem Weg schaffen, nämlich die offizielle Synopsis. Wer hat sich da freiwillig gemeldet? Ich hatte mich für die Inhaltsangabe. Ich würde sie jetzt gerne verlesen. Sehr schön. Ich würde noch anmerken, dass der Film ab 12 Jahren freigegeben ist und 132 Minuten dauert. Sorry. Ja, richtig. Das müssen wir auf jeden Fall erwähnen. Okay, also, nachdem der Nuklearwissenschaftler Joe Brody und sein beim US-Militär Sohn Ford herausfanden, dass der skrupellose Ichiro Serizawa nach einer beinahe Reaktorkatastrophe im japanischen Janjinja an einer riesigen urzeitlichen Kreatur herumexperimentiert, konnte gegen das Muto getaufte Wesen nur einer etwas ausrichten. Godzilla. Jetzt müssen die Kryptozoologen von Monarch allerdings einen Weg finden, gleich mit einer Reihe von Urzeitmonstern fertig zu werden. Eine entscheidende Rolle dabei spielt die Paläobiologin Emma Russell, die einen Weg gefunden hat, via Sonar mit den gigantischen Wesen zu kommunizieren. Neben Godzilla, mit dem vor allem Russells Ex-Ehemann Mark eine Rechnung offen hat, sind es vor allem dessen Feinde Mothra, Rodan sowie die dreiköpfige King Ghidorah.
Aura, die den Lebensraum der Menschen für immer zerstören könnten. Und dann ist da noch Emmas und Marks gemeinsame Tochter Madison, die in dem Kampf der Giganten eine besondere Rolle spielt. Inhaltsangabe Ende. Das war episch. Okay. Das war großartig. Zum Glück habe ich mir die Handlung nicht vorher durchgelesen, bevor ich in den Film bin. Ja, du hast ein bisschen was vom ersten Teil, deswegen hast du, glaube ich, gerade so ein bisschen verwirrt geschaut, weil so, hä, das war doch gar nicht im Film. Nee, aber das war aus Teil 1, denn wer hat denn von euch den Teil 1 von 2014 gesehen? Ich habe ihn damals im Kino geguckt und dann, ich glaube, 6 Stunden, nachdem ich aus der Pressevorführung raus war, habe ich ihn mir nochmal angeguckt und ich weiß ihn jetzt noch ein bisschen mehr zu schätzen. Ja, ich habe ihn mir auch damals im Kino angeschaut und jetzt dann nochmal, ich glaube, einige Stunden vor Teil 2 habe ich ihn mir zu Hause nochmal angeschaut, um mich nochmal darauf einzustimmen, denn ich war sehr gehypt, muss ich sagen. Ich auch. Ja. Tatsächlich? Ja, ich bin ein großer Godzilla-Fan. Ich habe mir dann auch nochmal das Original davor angeschaut und dann nochmal eine schöne Zusammenfassung, die Eva ja noch geteilt hat, irgendwie eine Stunde lang über die Geschichte von Godzilla. Und ich habe damals als Kind halt immer nachmittags liefen halt immer diese japanischen, wie heißt nochmal diese Produktionsfirma? Kaiju. Toho. Ja, genau. Plastik-Manschgal-Filme da. Und ich fand die damals halt immer schon ziemlich witzig. Und dass jetzt die alle auch hier in dem Film auftauchen, diese ganzen bekannten Kaiju-Monster, hatte ich Bock drauf. Und der Trailer war ja auch ziemlich episch und fett. Also ich muss sagen, ich hatte richtig Bock. Ja, ich auch. Also ich habe ja so große Echsen. Jetzt kommt ja da und von Jurassic Park hört man nichts Neues mehr. Deswegen habe ich mich jetzt als Ersatz, hatte ich mich jetzt auf Godzilla gefreut, obwohl das natürlich was ganz anderes ist. Aber ich dachte so, als netter Tierfilm geht das auch durch, vielleicht ansatzweise. Ja, ich habe mich gefreut. Ich habe die Trailer gesehen. Es gab ganz viele Fotos, die sie vorab veröffentlicht haben, die großartig aussahen. Und was soll ich sagen? Ich habe mich echt gefreut nach dem Film auf diesen Podcast, weil ich glaube, dass der könnte sehr lustig werden. Ja, durchaus. Ja, und wie fandet ihr den Film jetzt? Ich lasse euch den Vortritt. Beschissen. Richtig. Ich fand's wie wenn zwei Jungen in irgendeinem Plattenbau mit 8 Jahren mit Plastikpuppen wirklich im Sandkasten spielen und auf eine blöde Idee, die spannend sein könnte, nach der anderen kommen. Also auf bayerisch gesagt, für einen Fünferl durcheinander. Ja, genau den gleichen Eindruck hatte ich auch. Ja, das ist irgendwie so ein übertriebenes, kindisches, weiter, höher, mehr, lauter, bum, bum, bum. Es hat bum gemacht, wie bei Loriot und dem Atomkraftwerk. Es macht puff. Irgendwie so diese Faszination dafür, das wurde dermaßen ausgereizt. Also es hat eigentlich nichts anderes stattgefunden. Ich sag mal so, wenn der Film wenigstens noch sowas hätte von Zahnsandkasten, das hätte ja noch Charme, aber er hat ja davon gar nichts mehr. Das ist, er will geil sein, ja. Er nimmt sich viel zu ernst. Er nimmt sich komplett ernst, was ihn dann teilweise schon wieder komisch macht, teilweise, bei manchen Dialogen und Szenen. Und ich hatte das größte Problem mit der Struktur des Films. Denn, das habe ich jetzt schon ganz, ganz vielen Leuten erzählt, im Prinzip besteht der Film aus Exposition, Monster, Exposition, Monster. Ja. Und das andauernd. Monarch Base 43, Monarch Base 64, ja. Monarch Base... Ja, man blickt echt nicht mehr durch. Und auf verschiedenen Kontinenten und also die ganze Welt, aber man ist ja, muss ja die Welt retten, das muss ja dargestellt werden, deswegen müssen die schlimmen Katastrophen überall sein. Es reicht nicht, wenn es in einer Stadt ist oder in einem Land oder so, sondern es muss weltweit sein, damit man noch krasser und mächtiger ist. Also irgendwie. Das fand ich alles okay und auch Sandkasten und dass der Film jetzt nicht die schlauste und komplexeste Story hat, das wusste ich auch schon von vornherein. Aber wenn du halt einfach bei jeder Szene, in der menschliche Charaktere involviert sind und es gibt halt auch wieder, wie im ersten Teil auch schon, da gab es ja diese auch so eine Familiengeschichte irgendwie, da war es aber echt, also auch Standard, aber es war nicht so nervig. Und hier dachte ich mir echt die ganze Zeit so, ach Gott, was labern die? Und dann auch diese ganzen Wissenschaftler, die, weiß ich nicht, diese ganzen, auch hier O'Shea Jackson als dieser Soldat. Und dann gab es noch diesen komischen Kommandanten auf diesem Unterwasserstation mit dieser Brille. Wie hieß der? Der Weißhaarige? Keine Ahnung. Da waren so viele Leute dabei, die einfach nur so eine Art Comic Relief sein sollten. Aber ansonsten hat sich der Film so ernst genommen. Ich fand das einfach total nervig. Also Und vor allem, also
der erste Godzilla, also der von 2014, dem wurde ja angekreidet, dass er dafür, dass er Godzilla heißt, recht wenig Godzilla bietet. Mhm. Aber er hat die Godzilla immer weiter aufgebaut. Ja. Und dann kam es halt endlich zur Klimax. Und dann, dadurch hatte diese Klimax eine Wertigkeit, eine Wucht. Und hier in dem Film wird hier alle 10 Minuten so eine Klimax um die Ohren gehauen. Und es ist einfach nur öde. Ja, ich meine, das verstehe ich nicht bei dem ersten Teil. Ich meine, der weiße Hai heißt auch der weiße Hai und den sieht man halt auch nicht alle 10 Minuten. Deswegen fand ich das voll okay beim ersten Teil. Ich meine, der erste Teil ist jetzt nicht so, nicht das Meisterwerk und da war ich auch ein bisschen enttäuscht. Aber wie du schon gesagt hast, jetzt nach dem Film tue ich den nochmal ein bisschen mehr wertschätzen. Absolut, ja. Und diese unglaubwürdige Dummheit auch. Also ich meine, dass einzelne Leute vielleicht blöde Sachen sagen, okay, aber dass im kompletten Film alle Leute irgendwie ein bisschen doof waren, das fand ich schon wieder nicht glaubwürdig. Auch die ganzen Wissenschaftler, die da Städte aufbauen und sich vorbereiten auf diese Forschungs-, auf dieses riesige Forschungsprojekt, ihr Lebensinhalt. Und dann sind elementare Sachen überhaupt nicht geklärt und sie müssen dann irgendwie, während Godzilla schon durch die Welt rennt, irgendwie noch kurz absprechen, ja, was ist jetzt eigentlich der Plan, was machen wir jetzt eigentlich mit dem, warum haben wir den jetzt da so lang walten lassen, also total albern, seltsam. Ja, diese Grund, also dieser Konflikt, was machen wir jetzt mit denen, bringen wir sie alle um oder lassen wir sie leben, weil es sind ja auch nur Lebewesen, bla bla, das ist so ein Hin und Her, die einen sagen, ja, wir müssen sie alle erwecken, die anderen sagen, wir müssen sie alle töten, dann gibt es noch die Leute dazwischen, die sagen, naja, wir müssen nur die Guten am Leben behalten und die Bösen müssen wir töten und so. Aber das wechselt dann teilweise auch und teilweise denkst du dann auch so, hey, wie heißt der, Sarisawa, Dr. Sarisawa oder so, wieso ist der jetzt auch auf der Seite von diesem King Ghidorah? Also ich meine, da gibt es dann diese, wie aus dem Original von damals, diesen Oxygen Destroyer und das will er dann nicht mal einsetzen gegen den Oberbösewicht, wo Godzilla schon irgendwie am Abkacken ist und so. Also das war einfach so nervig. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu sehr Spoiler, beziehungsweise dann nicht Spoiler markieren. Ach ja. Sonst bekommen wir Ärger, glaube ich. Ja, ich wäre eigentlich dann schon ein bisschen für einen Spoiler-Teil, weil die ganzen Logiklücken, die mich krass aufgeregt haben, die würde ich eigentlich gerne erwähnen, aber ich glaube, dann spoilert man vielleicht. Obwohl, das ist kein Spoiler. Wenn Godzilla aus den Tiefen des Meeres auftaucht, dann steht er auf einmal mitten im Ozean. Worauf steht er denn? Oder wenn er sich anschleicht unter dem Eis in der Antarktis irgendwie und dann da unter dem Eis, es sieht schön aus, wie er da blau leuchtet, unter dem Eis, bricht durchs Eis und steht dann auf einmal auf dieser Eisoberfläche. Wieso kann der da drauf stehen? Alter! Ja gut, wo wir jetzt gerade am Zerreißen sind, also wo wir waren ja zu dritt in München im Kino, wir haben uns köstlich amüsiert, wie München dargestellt wird, also einfach mal so auf den Breaking News Seiten, die eingeblendet wurden. Hauptsache groß. Dann fand ich das so richtig geil, dass in einer unterwassergotischen Kathedrale alle Wissenschaftler von Ägypten geredet haben, also das fand ich halt einfach irgendwie nur noch daneben. Und dass Emma Russell, also die Wissenschaftler, einen wahnsinnig perfekten PowerPoint-Video-Zusammenschnitzel Erklärvideo einfach mal so aus ihren Ärmel schüttelt. Oh ja, nee, also ja. Das waren die heiteren Momente. Und dann dieser Mutter-Tochter-Konflikt, der dauernd irgendwie diese rationale Wissenschaftlerin total aus der Bahn gebracht hat. Oder? Ja, komplett, ja. Also was sollte das denn? Und die Trauer um den gestorbenen Sohn. Jo, anhand von einem Foto, das man dann, also mehr an emotionalem Aufbau und Hintergrund war auch nicht drin. Hey, Alter, diese Tochterrolle, die war doch wirklich nur dafür da, dass du diesen Publikumsliebling aus Stranger Things halt dabei hast. Genauso wie im ersten Teil halt, ich meine, Bryan Cranston war jetzt auch nicht lang dabei oder so. Das war halt auch so ein bisschen so, dadurch, dass der so beliebt war, haben sie ihn halt reingepackt. Und aber die hatte ja wirklich nichts beigetragen, außer dass sie halt am Schluss dann, ja, du hast schon gesagt, eine wichtige Rolle spielt, aber das hätte jeder andere auch machen können. Aber ich glaube, das auch so ein bisschen der Zweck davon, wie bei Jurassic Park, eben dieses Emotionale und ist das jetzt eigentlich richtig, was wir machen und sind das nicht auch Lebewesen und darf man in die Natur eingreifen oder regelt die Natur sich selbst? Ich meine, das war ja auch Thema und es hat dann diese weibliche Rolle, diese emotionalen Frauen haben das dann irgendwie ausgefüllt. Es war auch so rückläufig und so. Also das, ich glaube, das haben sie irgendwie gemerkt, dass das gut ankommt, wenn man so, das Leben schützt, also diese Thematik da irgendwie reinbringt und das hatte, glaube ich, den Zweck, dass das da so übernommen werden sollte. Ich hatte halt ein Problem damit, dass ich ganz oft das Gefühl hatte, dass dem Film, also den menschlichen Figuren, halt die Rettungsaktion einzelner Familienmitglieder wichtiger waren als die Rettung der Welt.
Ja, klar. Nur, ich meine, das fand ich bei Godzilla eh schon immer so doof, dass diese Monster so unendlich groß und kräftig sind. Das siehst du ja auch in den original japanischen Teletubby-Versionen, dass es eigentlich überhaupt keine richtige Schnittstelle mehr zwischen den Monstern und den Menschen gibt. Also was die Menschen dagegen setzen können. Also insoweit erleben die halt einfach irgendwas für sich selber und die Monster machen eigentlich, was sie wollen, sage ich jetzt mal. Und diese Idee, was da auch in diesem Pressetext drin steht, dass also jetzt die Emma, also diesen Orca-Sonar-Wahnsinn Kommunikationskanal zu diesen Viechern etabliert hat, wurde jetzt auch nicht großartig bespielt. Ja, es wurde ja nicht kommuniziert. Es wurde, ich weiß auch nicht. Also Das wäre noch ganz spannend gewesen, vielleicht. es war null spannend. Es war nur, ja, Remi Demi und nichts dahinter. Oder irgendwie informativ oder so, ne? Also jetzt, was jetzt kommt immer wieder auf Jurassic Park, aber wo man ja auch so ein bisschen so pseudowissenschaftlich, ja, mit diesem Blut, das sie halt aus dieser Mücke nehmen, also das ist so ein bisschen, dass man so staunt und wow, ja, die Kunst, das da alles zu bauen und herzustellen, weiß nicht, also es war so null Hintergrund einfach allgemein, ja. Ich hatte auch das Gefühl, also im Gegensatz zum ersten Godzilla, also von dem 2014, der hat das wesentlich besser hinbekommen, diese Größenverhältnisse richtig klarzustellen zwischen Mensch und Monster. Ich hatte bei diesem Film, war mir halt klar, okay, Godzilla ist größer als die, aber es kam nie dieser beeindruckende Effekt zustande, so, wow, sind die klein im Gegensatz zu ihm. Also da hat der Schnitt ziemlich versagt, fand ich. Und was ich halt auch noch bemängeln möchte, am Schluss, wenn es halt endlich halt zu dem ultimativen Monsterkampf kommt, schneidet der Film auch andauernd zu den Menschen hin und her. Und da gab es eine Szene, da wird dann eine geliebte Figur in den Arm genommen und im Hintergrund siehst du halt die Monster kämpfen. Und ich denke mir, Leute, ich will jetzt gerade nicht bei euch sein, ich möchte gerade sehen, was da hinten passiert. Ja, da hinten. Ja, absolut. Und es war auch, ja, genau, es waren auch immer nur die einzelnen Körperteile der Monster zu sehen. Also meistens, ist mir aufgefallen, jetzt auch gern. Ja, und ich schaue mir gerne noch 10-mal den Trailer an, weil da siehst du eigentlich schon das Wichtigste. Also diese epischen Bilder, die halt irgendwie so Desktop-Wallpapers sein sollen, irgendwie wie halt King Ghidorah auf dem Vulkan sitzt und das Kreuz im Vordergrund oder wo sie sich in der Antarktis gegenüberstehen, das schaut im Kino schon fett aus. Aber das hast du halt alles schon gesehen und ja, wie Rodan da seine coole Luftrolle macht und so. Das waren schon coole Szenen, aber die gab es halt im Trailer schon. Und mehr hat der Film halt einfach nicht geboten. Man hat halt einfach noch 1,5 Stunden oder 2 Stunden langweilige Kacke dazu gepackt. Also ich fand es wirklich nervig. Und man hat sich dauernd mit geärgert für die, also nicht fremd geschämt, aber so ähnlich mit Ärger, warum die mit normalen Gewehren oder weiß ich nicht, wie die ganzen Geräte heißen, auf diesen Godzilla einschießen und man denkt sich nur, hey, ihr seid Mücken gegen den, das ist doch, also das war überhaupt nicht thematisiert oder in irgendeiner Art erklärt, warum man jetzt auf diese Gerätschaften da zurückgreift und damit ernsthaft versucht, dem irgendwie in die Nasenlöcher zu schießen oder was soll das da? Also, Und dieser ja, Twist, also nochmal zu den dummen Menschen und so, also den spoilere ich jetzt natürlich nicht, aber dieser Twist, nenne ich es mal, der Emma, ach Gott, dieser ganze Plan des Films, ja, da komme ich jetzt dann, glaube ich, Wir drauf. reden gleich explizit drüber im Okay, Spoilerbereich. aber Ja? gerne, gerne. Ich würde noch gerne loswerden, dass der Film wie viele andere Blockbuster der letzten Jahre echt zu lang ist. Der geht über 130 Minuten und also 20, 30 Minuten hätte dann locker raus können, finde ich. Ja, eine Ja. Stunde. Ich Ich glaube, ich finde, da wäre hätten echt. 2 Stunden rausgehört. Also ich muss sagen, ich wäre echt rausgegangen, wenn ich jetzt nicht dafür für höhere wissenschaftliche Zwecke drin gewesen wäre. Also wenn ich privat drin gewesen wäre, jetzt so komplett, wäre ich echt Ja, die rausgegangen, hätten das weil da eigentlich kam aufziehen nichts können, Besseres mehr. Entschuldigung, Ja, aufziehen wirklich. können wie so ein Wrestling-Abend. Also irgendwie hätten die einfach einen Moderator gebraucht und dann stellt er sich halt hin und sagt so: Godzilla gegen King Ghidorah und dann 5 Minuten Kampf und dann Godzilla gegen nächste Runde. Keine Ahnung, so war das ja durchaus irgendwie in dem Film auch. Bloß hast du halt noch eine dumme Handlung irgendwie. Also die Monsterkämpfe ohne Handlung wären genauso spannend gewesen. Blöde Dialoge auch. Weil die Handlung einfach so dumm war. Ja. Ihr Lieben, wollen wir vielleicht mal zum Spoilerbereich wechseln? Ja, gern. Gerne. Ja, dann geht es nämlich, glaube ich, hier richtig ins Es Eingemachte. kitzelt schon. Ich starte mal. Also, dafür, dass Dr. Emma Russell, die übrigens die Böse ist, Überraschung, ihrer Tochter nichts Böses will, bringt sie ihre Tochter oft genug ziemlich hart in Gefahr, oder? Ja, das stimmt, ja. Warum war die Ja. eigentlich dabei? Warum war die nicht?
unbedingten Heim. Also allgemein, ich meine, es fängt, also der ganze Schlamassel fängt ja damit an, dass dieser Öko-Terrorist, gespielt von Charles Dance, halt diese Monarchbasis Nummer 4321 überfällt und mal alle Leute abknallt, wo ich mir auch denke, hey, du machst doch mit dieser Emma Russell gemeinsame Sache, da hätte man das ja auch anders lösen können, ja. Musstest du alle Wissenschaftler umbringen, also, naja, aber Emma Russell ist das egal. Und dann gibt es halt später so eine Sequenz, wo wir dann erfahren, dass Emma Russell die Schurkin ist und sie dann einfach mal so eine Eiswand sprengt, während ihre Tochter einen Meter entfernt auf einer Puppe steht. Aber die ganze Zeit sagt sie immer, meine Tochter ist das Wichtigste, ich werde für sie alles tun. Ja, du wirst sie sogar in die Luft sprengen. Und der Tochter steht da und der Mund offen vor lauter Begeisterung. Ja, wirklich. Ja, und dann, du hast es vorher schon angesprochen, dann wo dieser krasse Reveal kommt, dass sie halt eigentlich doch mit dem Charles Dance unter einer Decke steckt, dieser dumme, das war ja so ein Watchmen- oder Thanos-Plan, also ja, Überbevölkerung, deswegen erwecken jetzt alle Riesenmonster, dass die dann das Gleichgewicht der Erde wiederherstellen. So ein Scheiß, ey. Ich meine nicht. Ja, definitiv. Und ich meine auch beim Abspannen diese total beschissenen Schlagzeilen, also so in dem Kanon, dass jetzt die Monsterkacke voll die Regenwälder wieder zum Blühen bringt. Also da konnte ich nur noch im Strahl kotzen. Ja, also echt reißerisch ohne Ende einfach nur. Ja. Und vor allem, ist das nicht im Film auch gewesen, dass ihr einer mal die Frage stellt, Frau Dr. Russell, also dass sie sagen ja ungefähr so, die Erde hat Fieber und diese Titanen sind die weißen Blutkörperchen, ja? Mhm. Mhm. Aber was ist denn jetzt mal ernsthaft, wenn die halt irgendwie jetzt, was ich, 2-3 Milliarden Menschen töten oder so, ja? Und dann aber nicht aufhören oder die pflanzen sich fort zum Beispiel oder so. Was machen wir denn dann? Ja, richtig. Ja? Definitiv. Fragen über Fragen. Schreit nach Teil 3. Ja, wow. Freu mich schon. Ja, da muss er sich jetzt erstmal gegen King Kong battlen. Aber die sind doch beide gut. Naja. Gott im Himmel. Ja, das kriegen die schon irgendwie hin. Also, ich muss ja auch gestehen, ich mochte ja Kong Skull Island ganz gerne. Und ich frage mich aber, wie das aussehen soll, weil dieser Kong ja relativ klein ist im Vergleich zu Godzilla. Und ich habe irgendwo gelesen, dass der in Kong Skull Island noch ein Baby sein soll. Und dann frage ich mich halt, wie das aussieht jetzt bei Kong vs. Godzilla. Ist das dann der ausgewachsene Kong, der mit seiner einen Arschbacke im Ozean und mit der anderen Arschbacke auf der Insel hockt oder so? Also, oder, ich freue mich drauf irgendwie. Naja gut, von der Logik her, also wenn jetzt die Godzilla-Kacke alles zum Blühen und zum Wachsen bringt, dann braucht ihr nur Kong dran schnuppern und dann wird er genauso groß wie Godzilla. Also irgendwas wird denen dann schon einfallen. Also ich habe mich auch sehr geärgert also auch handlungsmäßig, dann Godzilla kriegt er erstmal aufs Maul von King Ghidorah und geht dann chillt dann in seine Unterwassergrotte so ein bisschen ab und dann kommt dieser blöde Doktor darunter und haut ihm eine Atombombe vors Gesicht. Ist schon, der will sich einfach nur ausruhen und dann kommt er daher. Naja, aber er lädt ihn ja wieder auf sozusagen, ich weiß schon. Ja, er peppelt ihn ja auf. Es ist ja sowas wie ein Vitaminspritze. Ja. Also alles klar. Ja? Nee, aber was mich an der Szene nur so genervt hat, ist so, dass sie es alles so in die Länge gezogen haben. Weißt schon, dann fahren sie runter. Anstatt dass sie einfach runterfahren, er kann sich auch gerne opfern, schön, aber das wird dann alles so, dann stranden sie dann noch mit dem U-Boot, dann muss er sich opfern und da raus und so, und dann klappt das nicht, weil die Raketenabschusssysteme kaputt sind und so. Und das ist dann so, das sind alles so Actionfilm-Tropes, nenne ich es mal, die dann so aneinandergereiht werden und das war so langweilig, ey. Ich weiß nicht. Ja, oder auch, wo dann die Tochter in Boston dann natürlich nach Hause läuft und sich in der Badewanne verschanzt und die Eltern, weil sie sich ja als Eltern wieder finden, dann auch logischerweise drauf kommen, dass die Tochter nur nach Hause gelaufen sein kann, obwohl ganz Boston platt ist. Ja, also wie gesagt, Logiklücken und Ideenlücken ohne Ende. Ja. Noch was zu dieser emotionalen, Entschuldigung, Sache, wo am Anfang, ziemlich am Anfang, die fast alle platt gemacht werden, getötet werden von Godzilla und dann, nee, ach, von dieser komischen Schabe oder was das sein sollte, ich bin da nicht so drin Motte. Mit dem Namen, Motte, sorry. Also diese süße kleine Mausi da und dann gerade frisch geschlüpft ist. Sehr bewegend und dann bringt die fast alle gerade um und dann hat die Mutter diese Frequenz zum Glück dann irgendwie hingepfriemelt und die Kleine ist dann ganz ruhig wie ein Lämmchen und dann das allererste, 20 Sekunden später, man will sie natürlich streicheln. Mhm. Also was war das denn? Das war doch so nicht logisch. Also doch. Nicht,
Ja. Eva hat kein Herz. Also wenn sie wenigstens süß gewesen wäre, aber wer will denn so eine frisch geschlüpfte Motte streicheln? Ich. Ja. Okay. Ja, und dann das ist natürlich diese ganze Abschanzung von Mothra, wo sie gezüchtet wird, also voll wirkt mit roten Lasern und so weiter. Und dann kommt dann eben auch dieser britische Militärheini rein mit seiner blöden Pistole und schießt einmal auf das Glas, das sozusagen die Menschen von der Motte trennt und das Ja. Glas zerspringt. Also ich meine, schusssicher geht anders. Also Ja, es ist einfach das nicht waren, spannend, wenn es so unglaublich nee, unlogisch nein, es ist und waren so einfach überall künstlich dann hergestellte irgendwelche. Situationen. Ja, genau, irgendwelche Wendungen und Fehler und dass dann irgendwas nicht funktioniert oder dann plötzlich zerplatzt, was aber nicht zerplatzen darf. Also das meinte ich eben ganz am Anfang mit diesen, wenn zwei Jungs mit 8 Jahren im Sandkasten einfach gar keine Logik mehr walten lassen, was jetzt schon etabliert ist und was eben als gesetzt gemacht wird, sondern einfach irgendwie alle 5 Minuten sagen, oh ja, und jetzt sollte noch die Glasscheibe Ja, zerplatzen. genau, Ja, nur damit also was das ist platzt so, halt. ja, genau. Mach mal kaputt. Ja, und das wäre eigentlich alles nicht das Problem, weil der muss ja nicht unbedingt logisch sein und realistisch bis aufs Letzte. Aber wenn einen das halt so rausreißt, und das tut er halt, weil er sich so ernst nimmt und weil der halt so den Anspruch hat, wir machen jetzt das einen, wir holen das jetzt so ein bisschen in die Realität und so, aber dann reißen einen so Sachen raus. Also dieses Video, wo sie dann zeigt, wie die Natur wieder erblühen wird, wenn das Ding wieder hergestellt ist. Ich meine, hat die sich davor in diesem ganzen Stress, in diesem ganzen weltweiten Terror, hat sie sich hingesetzt, auf iStock gegoogelt irgendwie. Ich schneide euch jetzt mal schnell noch einen Teaser zusammen mit irgendwelchen Stock-Footage von irgendwie blühenden Blumen und so ein Scheiß. Also das war halt einfach so dumm und das reißt einen so richtig raus dann. Also da haben wir uns ja, wir haben oft in dem Film gelacht, aber nie bei diesen dummen Jokes. Also die haben ja auch dann teilweise so coole Sprüche rausgehauen. Eben dieser Weißhaarige mit der Brille, der hat ja einen coolen One-Liner nach dem anderen rausgehauen. Aber da haben wir nie gelacht. Wir haben einfach nur gelacht bei so dummen Szenen einfach. Ah. Ja, Fertig und absolut. doof. Ach Leute. Habt ihr das eigentlich verstanden mit diesen Wurmlöchern oder was das war mit Godzilla, was sie erklärt haben? Ja. Naja, dass Godzilla halt relativ schnell von A nach B kann. Also dass er sich dann schon über die ja, normalen Gesetzmäßigkeiten der normalen Physik hinwegsetzen kann. Also es war einfach nur die Argumentation, dass er halt einfach, keine Ahnung, eine Kann er halbe Stunde halt. später auf einem anderen Kontinent sein Ja, kann. Weil damit's es Puff gab. macht, ja. Ja, weil was ich mich gefragt habe, wenn er halt eben in seiner alten Höhle da ist, also in dieser Grabkammer immer das ist, ja, wo er halt eben sein Atomzäpfchen bekommt, ja, und dann schwimmen die da mit diesem U-Boot durch, die so ein normales Militär-U-Boot, und die schwimmen halt durch so ein überschwemmtes Tor, und das Ja. U-Boot füllt dieses Tor fast komplett aus, und ich frage mich, wie ist dann Godzilla da durchgekommen? Ja, aber da hat es da unten schon wieder Bums gemacht. Also da gab es ja dann die riesen Flutwelle, wo dann auch noch das U-Boot dann also einen Sprung aus dem Wasser gemacht hat, wie ein kleiner Orca-Wal. Und ja, und Godzilla war ja schon ja in Lichtgeschwindigkeit oder Wurmlochgeschwindigkeit unterwegs. Und das, lieber Andy, könnte auch erklären, warum er auf dem Wasser stehen kann. Weil da drunter war halt einfach ein Wurmloch. So, Denk haben wir halt das mal auch mit, geklärt. genau. Was ich mich auch gefragt habe, und zwar, ich glaube, Godzilla ist auch ein bisschen doof. Ja? Ja, klar. Und dick. Weil, Entschuldigung, weiter. nein, der ist nicht dick, der hat schwere Knochen. So. Also er hat dann dieses Atomzäpfchen bekommen, ja, hat also wieder volle Energie. Und das Erste, was er macht mit dieser Energie, ist, er brüllt sie raus in den Himmel. Ja, das macht er gerne, das macht er gerne. Ja. Oh Mann, Leute, wollen wir dem Film irgendeine Bewertung geben? Also zu der Szene, wo er dann eben auftaucht, da gibt es einen Pluspunkt von mir. Da kam im Gegensatz zum ersten Teil die Original-Godzilla-Musik. Das fand ich schön. Okay. Super, ja. Ja, Max. Also noch zur Musik im Abspann. Das war wie bei Buffy, diese komischen Schülerbands, diese albernen. So eine Musik war das dann am Schluss, wo ich dann nochmal komplett Ja, der Song war Ja, Geschmackssache. der Titelsong, den fand ich echt ein bisschen peinlich. So Ich war was etwas überrascht, dass Billiges. der von Serj Tankian von System of a Down kam. Ach, gern. Und das Wusste ich gar war wirklich etwas seltsam, ja. Habt ihr übrigens die After-Credit-Scene auch gesehen? nicht. Nee, ich glaube, das sind wir schon rausge... Oh nein, ich habe mich noch gefragt, Was? weil Ach, in Kinder! Kong Skull Island gab es ja auch eine. Aber ich musste so dringend aufs Klo und ich war so angenervt, dass ich einfach Du hast weggerannt schon noch ein bisschen da gesessen, aber lang genug, dachte ich Nee, auch. nee, wir waren dann aber Nein, vor dem Ende der Credits schon draußen, glaube ich. das ist aber sehr unprofessionell. Ja, man wurde Sorry. ja dauernd vollgeballert mit Bildern und einem Tempo. Und das ging ja dann beim Abspann noch weiter eben. Dann dachte ich, das geht halt jetzt immer so weiter und irgendwann ist es dunkel. Aber Dann erklär uns doch mal die Post-Credit-Scene, lieberst du. ja, wir sehen
einen unterirdischen Bunker, Überraschung. Und wichtig aussehende Leute schreiten diesen Bunker entlang und wir sehen sie nur von hinten. Und dann gehen sie in einen Raum und dann schwenkt die Kamera um und wir sehen, es ist Charles Dance. Ja? Und Charles Dance guckt auf den abgeschlagenen Kopf von King Ghidorah. Puh. Und sagt, glaube ich, irgendwie sowas wie, da, damit können wir noch irgendwas anstellen oder so. Und dann ist es aus. Das ist ein Cliffhanger. Juhu. Ja. Wow. Ja. Cool. Geil, ne? Das fand ich ganz schön, also dass der King Ghidorah sich immer am Anfang irgendwie gegenseitig, also die drei Köpfe sich immer nicht so ganz eins waren. Das fand ich lustig. Die haben sich gestritten, ja. Die drei Stooges, ja. So ein Bösewicht. Ja. Naja. Okay, ich glaube, wir sind soweit durch, oder? Ich wollte noch sagen, komplett, dass ich durch die Szene am Anfang, wo der Speck verbrennt in der Küche beim Frühstücken, die fand ich spannend. Die war richtig spannend. Ja, das war das Spannendste am ganzen Film. Ja, Speck. Der Frühstücksspeck. Tot. Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Bewertung. Gebt einfach euer Fazit plus Bewertung ab. Ihr wisst ja 0 bis 5 Punkte. Oder nein, 0 bis 5 verbrannte Speckstreifen heute mal. Und ich würde sagen, machen wir es alphabetisch. Andi, fang an. Ja, also ich fand den Film einfach nur enttäuschend. Ich war total gehypt, hatte total Bock. Umso derber war die Enttäuschung. Also es war schön gemacht, die Effekte waren gut. Also ich meine, diese riesen Monsterkämpfe waren jetzt nicht schlecht, aber es hat sich relativ schnell abgenutzt. Also wie gesagt, ich schaue mir noch ein paar Mal den Trailer an. Das ist einfach irgendwie effektiver. Und ich gebe dem Film mal einen Punkt für die originalen Godzilla-Musik und noch einen halben für die ganze Monster-Action. Aber 1,5 bis 2, mehr ist da nicht drin. Sorry, Leute. Okay. Sorry, Godzilla. Eva, bitte, du bist dran. Ja, ich wüsste nicht, wofür ich ihm Punkte geben soll. Also ich meine, dass das technisch möglich ist und es dann irgendwie visuell gut gemacht ist, das weiß man ja. Das ist nichts Neues. Das setze ich einfach mal ganz verwöhnt voraus bei so einem Film. Und es beeindruckt mich auch nicht. Mir geht es dann um, dass die Logik stimmt und irgendein Sinn drin ist und irgendeine Geschichte vorhanden ist und die Leute nicht komplett verblödet sind und auch das Publikum nicht für blöd halten. Also das mache ich überhaupt nicht. Ja, also ich würde 0,8 Punkte geben. Wofür genau, weiß ich nicht. Vielleicht für die Landschaftsaufnahmen, die ab und zu kommen. Und weil einmal gibt es so eine Einstellung, wo man Godzilla von der Seite sieht oder von so die Silhouette, das sieht ein bisschen aus wie Arnold Schwarzenegger. Also es ist so, das war, glaube ich, so ein bisschen das der Stil, der damit der gemeint war. Ja, 0,8 Punkte von mir. Alles klar. Begeistert. Max, wie sieht bei dir aus? Ja, okay. Ja, also in der Größenordnung bewege ich mich auch von meiner Bewertung her. Ich würde einfach auch 0,8, ich wusste gar nicht, dass wir so differenziert bewerten können. Wofür auch immer, weiß ich nicht. Also, also 0,8, absolut, mehr ist er nicht wert. Okay, gut. Ich war auch sehr enttäuscht. Ich fand allerdings, er hatte halt durchaus die ein oder anderen visuell starken Einzelmomente. Aber die haben nicht ausgereicht, dass ich da jetzt 130 Minuten lang saß und wirklich gebannt auf die Leinwand gestarrt habe. Ich gebe 1,43 Periode 2 Punkte. Ja. Und würde noch an euch die Frage stellen: Gibt es irgendeine Art von Zuschauern, denen ihr diesen Film empfehlen könntet oder möchtet? Leute, die Kampfszenen total geil finden und nichts anderes brauchen, die können sich das anschauen. Naja, da gebe ich einen Tipp, guckt euch für Raid 1 und 2 an, da habt ihr bessere Kampfszenen. Ja, das auch. Ja, einfach die Leute, ich habe ja auch schon total positive Kritiken gehört, irgendwie, die aus den USA rübergeschwappt sind und halt einfach nur gesagt haben, ja, das waren die Kaiju-Kämpfe, die Monster-Action, die ich immer sehen wollte und so. Also wenn man halt einfach sein Hirn komplett ausschalten kann, dann kann der Film da vielleicht schon Spaß machen, weil die hauen sich schon oft aufs Maul, diese Riesenmonster. Ja. Ja, ich denke auch irgendwie solche Leute, also, aber ich, FSK 12 spricht dagegen, dass ich jetzt sagen würde, ja, alle 8-jährigen Jungs wollen aus dem Sandkasten raus. Nee, die sollen alle im Sandkasten bleiben. Ja, bleibt alle im Sandkasten und spielt mit euren Gummipuppen. Das macht mehr Sinn, da hat man ein bisschen haptisch noch was zum Anfassen, also es ist ganz gut. Sonst ist das ja alles nur, ist ja gar nicht so gut, so viel Fernsehen, genau.
Lass die doofen Blockbuster den Erwachsenen. So. Gut. Ja, dann wären wir am Ende. Und ja, ich bedanke mich für eure Anwesenheit und eure Meinung. Und ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir leider nicht so viele positive Worte über Godzilla 2 verlieren konnten. Ja, wir konnten aber keine gute Schuppe daran lassen. Hätte ja sein können, dass wir uns noch gegenseitig irgendwie vom Gegenteil überzeugen, aber es ist nicht so ganz passiert. Ja, ich muss gestehen, ich fand das eher ganz lustig, als der Speck verbrannt ist. Ja, das war lustig. Ja, nicht aber spannend. Jetzt haben wir es geschafft. Ja, jetzt haben wir es durch. Dann hören wir uns nächstes Jahr zu Kong vs. Godzilla. Ja, ich habe immer noch Bock auf den Film. Also ich meine, ja, ich auch. Das Wort, was zu diesem Film einfach nur passt, ist Enttäuschung. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre, wenn ich nicht so hohe Erwartungen gehabt hätte, aber ich glaube jetzt, Eva, du hattest nicht die mega Erwartung an den Film jetzt. Ich habe mich schon auch gefreut. Ach, doch. Okay. Aber vielleicht ist der Film auch was für Schüler, die einen Aufsatz über Definition, was ist Enttäuschung, schreiben müssen. Die können sich den Film anschauen und dann kann man es vielleicht besser definieren. Ja, gut. Also hat doch irgendjemand irgendetwas zu sagen zum Thema? 21, 22? Dann mögen wir jetzt sprechen oder für immer schweigen. Schweigen, genau. Dann sind wir jetzt durch. Ja, dann überlasse ich euch jetzt noch wieder alphabetisch die Abschiedsrunde. Andi, bitte. Ciao. Wiedersehen und viel Glück im Kino. Max? Max hat sich schon weggeschaltet. Okay. Max ist eingeschlafen. Okay, ja. Ja, okay. Dann sage ich auch Tschüss, auch von Max und wünsche euch doch eine schöne Zeit im Kino. Ciao. Ja, tschüss, Max. Tschüss. Ciao. Du. Hallo zusammen. Hier ist die Lara und wir besprechen den Film Orangentang. Der Regisseur ist Ivan Pokorny. Die Darsteller sind Thomas Dalecki, Emil Neumeister, Hanna Badonova. Es ist ein deutsch-tschechischer Film, wird am 30. Mai 2019 rauskommen und dauert 90 Minuten. Genremäßig könnte man sagen, es ist ein Familienfilm. Kommen wir erstmal zum Inhalt. Darek hat seine Mutter verloren. Darek ist ein Neuntklässler, der an, wie gesagt, der deutsch-tschechischen Grenze mit seiner kleinen Schwester Emma, die ein Down-Syndrom hat, lebt. Sein Vater ist gerade arbeitslos geworden, weil er hat in der Glasfabrik gearbeitet, die jetzt liquidiert wird. Und daher nimmt sein Vater das Angebot seines deutschen Freundes Uli an, Pferde zu halten. Darek ist dem erstmal ein bisschen kritisch eingestellt, sieht nicht warum. Überhaupt versteht er die ganzen Erwachsenen nicht so wirklich. Er ist also wirklich in einer pubertären Phase. Und hat sich zudem auch noch in das Mädchen von ihm an, die Hanna verguckt, die auch dann beim Hausaufgaben hilft und da entwickelt sich dann eine größere Sache daraus. Auf jeden Fall schafft sich der Vater von Darek Pferde an und Darek verliebt sich in diese Pferde. Er fängt wirklich an, das Trainieren, das Reiten, das Bändigen, weil das sind alte Pferde, die quasi ausgedient haben. Das fängt er wirklich an zu mögen. Er fragt sich zwar, und Uli, der ja quasi das vermittelt hat, immer wieder, wer ist denn eigentlich die Abnehmer? Aber der sagt nur so ganz geheimnisvoll, ich habe Abnehmer dafür. Es ist absolut kein Problem. Auch sein Nachbar hilft da gerne mit, weil er früher auch quasi geritten ist und für ihn sind Pferde sehr wichtig. Ja, da entwickelt sich das so ein bisschen dahin, dann geschehen so einige Dinge. Zum Beispiel kriegt der Vater Probleme mit der Behörde, weil er immer wieder eine Frau vom Familienzentrum im Liberec abweist, die gerne über Emma sprechen möchte. Da wird Darek auch noch ein bisschen eingewickelt. Dann ist die Sache mit Hanna nicht so ganz so voll klar, weil Hanna hängt dann auch noch mit einem anderen Typen ab. Und dann das große Finale mehr oder weniger ist, dass die ganz wilde Stute krokant abhaut, weil Darek halt gegen den Ratschlag von seinem Vater sie geritten hat. Und sie fährt dann einen Felsen runter, aber bricht sich halt nicht so viel. Und das ist dann so ein Punkt wo der Vater dann zu Darek sagt, ja okay, kannst du trotzdem ins Fußballlager gehen. Ich erlaube es dir jetzt. Und Darek fährt ins Fußballlager und dann ist halt sein Erzfeind da. Das ist ein Kumpane, mit dem er mal befreundet war. Also dann ist halt da sein Erzfeind da. Es ist ein Freund, mit dem er mal befreundet war.
Und er sagt dann, ja, überleg doch mal, was wird diesen Pferden passieren. Die werden zum Schlachter gefahren. Das will Derek nicht glauben, bockt sich dann aber das Tablet von einem Mitfußballer aus und googelt das und fällt daraus, ja, das ist gängige Praxis, und haut von diesem Fußballlager ab, fährt nach Tschechien zurück, läuft sogar noch direkt, um dann vor einer leeren Kuppel zu sein, weil die Pferde wurden halt abgeholt, bis auf das eine Pferd, was seiner kleinen Schwester Emma gehört. Und dann ist Derek erstmal sehr wütend auf seinen Nachbar, greift den an, der halt auch so ein bisschen durchblicken lässt, dass er das durchaus vermutet hat, dass das der Zweck dieser Tiere sind. Und dann, ja, hat er nochmal ein Streitgespräch mit seinem Vater, der ihm dann auch sagt, so, ja, ich hätte es dir sagen sollen, es war falsch, ich mache das nie wieder und so weiter und so fort. Und die vertragen sich dann wieder und am Ende kommt er dann auch, also es wirkt so ein bisschen so, es käme mit Hannah zusammen und das ist dann auch alles geklärt. Das ist die Handlung des Films. Jetzt kommen wir zur Bewertung des Films. Der Film ist nicht gut. Der Film ist auf vielen Ebenen nicht gut. Also er ist inszeniert als sehr stabiler Kinder-Jugendfilm. Also nichts Großartiges Neues ausprobiert, aber die Dialoge sind sehr, sehr hölzern. Und ich frage mich, liegt es daran, dass vermutlich die Originalsprache Tschechisch war und dass ich halt eine deutsche Synchro gehört habe, ob das in der Besetzung irgendwie falsch gelaufen ist oder ob tatsächlich die Drehbuchschreiber dahinter einfach überhaupt keine Ahnung haben, wie normale Jugendliche heutzutage reden. Das Schauspiel ist furchtbar hölzern. Es ist, also man merkt auch diesen Jungschauspielern an, dass sie nicht schauspielern können. Also ich habe das Gefühl, sie haben, ja, diese Derek, diese Junge sieht aus wie ein Derek, nehmen wir. Und sie haben nicht darauf geachtet, ob dieser Schauspieler oder dieser junge Mensch überhaupt schauspielern kann, weil er kann es nicht. Aber damit ist er überhaupt nicht alleine. Es haben viele das Problem, dass es wirklich sehr gewollt wirkt und sehr übertrieben. Ja, wie soll ich sagen? Einfach so sehr hölzern. Und dann ist der Film in vielen Dingen sehr, sehr plump. Die Frau vom Familienzentrum aus Lieberitz, die ist so plump dargestellt, dass jedes Mal nicht nur ist irgendwie arbeiten alle böse Mächten mit ihr zusammen, also den Fußballtrainer, den er eigentlich nicht mag, weil er ihn immer wieder mal so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen drangsaliert, so ein bisschen sagt, du bist nicht gut genug und so weiter. Mit der arbeitet natürlich die dann auch zusammen. Sie ist, wie sie dargestellt ist, mit ihrem nach hinten gezogenen Tut und jedes Mal wirklich, das, wenn sie die Szene betritt, ist so eine unterschwellige, bösartige Musik. Also ihr könnt es euch so wie der Imperialmarsch vom Darth Vader wirklich euch vorstellen. Es ist wirklich ähnlich. Es hätte nicht viel gefehlt und die hätten das so 1:1 eingespielt. Und weil ich so mir denke, sag mal, wie dumm hältst du uns? Das sind ja, okay, ganz klare Anzeichen. Sie ist böse. Sie verschwindet dann ja auch aus dem Bild, letztendlich, weil sich die Sache löst. Aber es ist einfach sehr plump und der ganze Film versinkt eigentlich in Banalitäten. Und es ist wirklich, was an diesem Film narrativ auch sehr, sehr krankt, ist, dass eigentlich, was da alles passiert, es passiert schon einiges, aber es bleibt ohne wirkliche Konsequenzen. Dass die Stute Kurkant abhaut und ein Klippe runterstürzt, sie stirbt nicht, sie hat ein paar Kratzer, nicht viel passiert. Oh, das ist trotzdem ins Fußballlager, was ich die 5 Minuten vorher noch verboten habe. Warum? Warum? Warum kann die nicht sterben? Also sie stirbt ja später, als sie geschlachtet wird. Es ist auch, dass Derek seinem Vater direkt verzeiht, dass er seine geliebten Pferde geschlachtet hat. Das ist einfach unglaublich schlecht. Warum sollte er das tun? Also da erwarte ich einfach mehr. Und auch die Liebesgeschichte von Hannah, die nach Orangen riecht, das ist, was ja titelgebend ist in dem Falle, ist einfach auch, die ist einfach banal, die ist einfach langweilig, das ist nichts Neues, das ist nichts Bewährtes, das ist einfach nur langweilig.
Und es, ich meine, es gibt da so Zwischentöne, wenn zum Beispiel der Nachbar erzählt, ja, dass er eigentlich in die Mutter von Darek verliebt war, aber das läuft einfach ins Nichts heraus. Und das bleibt einfach alles ohne Konsequenz. Und so kann man keinen Film machen, auch nicht für Kinder und auch nicht für Jugendliche. Und das ist auch, es ist halt so kindlich gemacht, dass ich mich frage, warum sie dann eigentlich ein, was ist er, 14 Jahre alt, ein 14-jähriger Hauptprotagonisten da drin haben. Also es passt dann überhaupt nicht zusammen. Selbst wenn man sagt, okay, man sagt immer, Protagonisten sind ein bisschen älter als das TP-Publikum, selbst wenn da ein 12-jähriges Mädchen drin sitzt, der Pferdeaspekt ist nicht wichtig genug, der Liebesaspekt ist nicht wichtig genug in diesem Film, das passt einfach überhaupt nichts nirgendwo rein. Das hat zu viel gewollt, zu schlecht umgesetzt. Ja, und dann gibt es noch einen anderen Punkt, den finde ich ganz furchtbar, das sind die Flashbacks. Er hat nämlich, der Darek hat immer wieder Flashbacks zu seiner Mutter. Und natürlich soll es berührend sein, weil seine Mutter ist an Leukämie gestorben und es ist natürlich was Schwerwiegendes, wenn ein Kind seine Mutter verliert. Aber die sind, kommen so aus dem Nix raus. Bam! Rein und wieder raus. Wo ich so denke, was hat das jetzt gebracht? Was bringt mir das jetzt in der Story? Überhaupt nichts. Also, es gibt auch einen Zeitsprung innerhalb der richtigen Handlung, der ist richtig furchtbar. Also da hört wirklich eine Szene auf und dann, es ändert sich nicht mal die Jahreszeit. Es kommt kein 3 Monate danach. Es ist einfach, im nächsten Szene haben sie einfach eine volle Pferdekoppel. Und da ist Zeit vergangen. Das kann ich mir dann einfach erraten. Also der Film hat richtig, richtig große Schnitzer und ja, ich würde ihn nicht empfehlen. Ich würde ihn einfach generell nicht empfehlen. Ich weiß, das Zielgruppe sollte wohl Familie sein. Ich habe jetzt sogar im Internet gelesen, es sollte eine Romanze sein. Das kann ich so nicht unterschreiben, weil das einfach ein sehr, sehr kleiner Teil der Story ausmacht. Ja. Also ich gebe dem Film 1,75 Punkte. Aus reinem Ding heraus, dass ich finde, dass die Darstellerin, die Emma, das Mädchen mit Down-Syndrom dargestellt hat, eigentlich noch fast das Angenehmste an diesem Film war und dass die Landschaftsaufnahmen relativ schön sind. Also es ist eine schöne Landschaft, ist schön gedreht, aber das war es dann halt so. Und das reicht für mich eigentlich nicht für mehr. Also das hat überhaupt nicht geklappt und ich würde mal sagen, spart euch das Geld, geht ein Eis damit essen, mehr Eis, wie auch immer, 2 Eis und geht in einen anderen Film. Willkommen zum Singlecast. Dieses Mal mit einer Besprechung zum Doctor Who Neujahrsspezial Tödlicher Fund. In dem geht es darum, dass ein Dalek von einer Archäologin gefunden wird, die ist zufälligerweise mit einem der Hauptcharaktere befreundet. Und dieser vermeintlich tote Dalek benutzt sie dann als Zwischenwirt, um zu überleben und um eine andere Armee von Daleks zu kontaktieren. Es kann die Doktoren und ihre Gefährtinnen eben nicht zulassen und sie versuchen dieses Vieh natürlich irgendwie zu stoppen, weil sonst würde ja die Welt untergehen. Das Besondere an diesem Spezial sind gleich mehrere Dinge. Zum einen sind Neujahrsspeziale gerade bei Doctor Who eine ziemliche Seltenheit. Normalerweise hat man ein Weihnachtsspezial. Gerade bei britischen Serien wie im Doctor Who ist eine regelmäßige Erscheinung ziemlich selten. Und deswegen vertröstet man da gern mit so einem Weihnachtsspezial, das meistens komplett losgelöst ist zum restlichen Kontext und man damit eigentlich auch neue Kunden infizieren könnte oder denen einfach was Schönes bieten kann. Dieses Jahr ist das Weihnachtsspezial ausgefallen und man hat ein Neujahrsspezial gemacht. Und entgegen aller Ankündigungen, dass man sich bei dem neuen Reboot von Doctor Who von allen Altlasten distanzieren will, man will nicht mehr diese episodenhafte Erzählweise haben, also folgenübergreifende Handlungen, sondern einfach nur episodenlastiges Storytelling. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, wie sehr das bei dieser Staffel passiert ist, da ich bisher nur den Piloten gesehen habe und dieses Neujahrsspezial. Aber man hat auch angekündigt, man wird nicht so schnell auf alte Gegner zurückgreifen. Und jetzt ist kein Jahr vergangen. Man greift direkt auf die bekanntesten, auf die ikonischsten Gegner von Doctor Who zurück, auf die Daleks.
Die Daleks, die haben damals als in der Anfangszeit, also wirklich vor 70, 80 Jahren, da war die Serie kurz vor der Einstellung. Und da hat man dann den Schritt gewagt, als man nichts zu verlieren hatte, dass man eine Horror-Episode macht über eine ziemlich faschistoide Alien-Rasse, die auch die Rasse von Dr. Who nahezu ausgelöscht hat. Und dadurch kam dann ein gewisser Aufschwung und Dr. Who war gerettet. Nicht umsonst haben diese Daleks die Borg von Star Trek inspiriert und dienen denen als Vorlage. Statt Assimilate heißt es hier eben Exterminate. Das Besondere an diesen Viechern ist, sie sehen im Prinzip aus wie Salzstreuer mit einem Laserrohr als Vorrichtung. Und in diesem Trichter ist dann eben eine Alien-Rasse drin. Also sie ist ziemlich missgebildet, deswegen muss sie in diesen stählernen Panzer geschützt werden. Selten sieht man die in ihrer normalen Erscheinungsweise. Und hier sieht man sie eben dadurch, dass das Vieh geschwächt ist, halbtot, direkt in seiner Alien-Gestalt. Und durch diese neue, filmreifere Optik ist es so richtig schön glitschig und tentakelig. Die ersten 20 Minuten war ich ziemlich angetan und dachte, ja, das könnte ein Spezial werden, das auch gut als Standalone-Horrorfolge funktioniert und neue Doctor Who-Fans vielleicht einfangen könnte. Aber recht schnell merkt man, ja, die Soap-Optik ist jetzt weg, aber man hat dafür jetzt Soap-Elemente in Form der Familie, also diese sogenannten Begleiter, die Doctor Who immer hat. Das ist in diesem Fall sogar eine ganze Patchwork-Familie, bestehend aus drei, vier Mitgliedern. Alle haben so eine Art Trauerfall zu überwinden. Ich will jetzt nicht spoilern. Wer das noch nicht gesehen hat in der Pilotfolge, dem will ich diese Überraschung nicht vorwegnehmen. Auf jeden Fall, alle sind ein bisschen am Leiden und dann kommt von dem Adoptivsohn, kommt dann auch noch der leibliche Vater ins Spiel, der dann noch so ein paar Traumata aufreißt. Und die Frau Doktorin geht dann eben in diesen ganzen Gewusel irgendwie unter. Man muss bedenken, sie hat einen über Jahrzehnte oder Jahrhunderte andauernden Konflikt mit diesen Daleks. Sie haben ihre halbe Rasse ausgelöscht im Zeitkrieg. Anfang ist sie davon auch noch ein bisschen eingeschüchtert, aber irgendwie im Verlauf der Handlung scheint ihr das entweder egal zu werden oder sie kann die Emotion nicht wirklich rüberbringen. Auf jeden Fall wirkt sie wie eine Hippie-Schuldirektorin, die den Schulschläger irgendwie zurechtweisen muss und das auf eine ziemlich antiautoritäre Weise. Also ich spüre diese Emotion nicht, die die Frau Doktor darüber bringen will. Da haben diese Familienkonflikte, die haben dann ein bisschen mehr emotionalen Impact. Also in der Hinsicht vertane Chance. Dabei kann Jodie Whittaker, also die neue Doktorin, das eigentlich besser. Wahrscheinlich liegt es am Skript. Dann wäre das nochmal deutlich mehr schade, weil das hat Chris Chibnall geschrieben. Der hat sich unter anderem auch für Torchwood verantwortlich gezeigt und da konnte er auch die Charaktere und das Horror-Setting besser balancieren. So kann man sagen, alles, was mit den Daleks zu tun hat, also sowohl am Anfang, wenn der Dalek noch diesen menschlichen Wirt braucht, um zu überleben und dadurch so richtig schönes Horror-Feeling aufkommt. Man hätte da wirklich eine so schöne Horror-Monster of the Week-Folge bringen können, die sich vielleicht nicht mal vor der legendären Nicht-Blinzeln-Folge hätte verstecken müssen. In dem Fall verdammen diese ganzen Elemente das Ganze ein wenig zur Mittelmäßigkeit. Also es bremst unnötig aus. Selbst wenn dann der Dalek später seine Gestalt versteckt, in seiner neuen zusammengebauten Rüstung, da kommt so richtig schönes Oldschool-Trash-Feeling auf. Diesmal hat der Dalek sogar eine richtig schön dreckige, steampunkige Rüstung. Auch dieser Umbruch von diesen Horrorelementen in diesen Trash, das tut auch nicht weh. Das macht Spaß, wenn der Dalek dann so böse ist, dass er sogar das britische Internet lahmlegt. Da hat man dann seinen Spaß dran. Und gerade mir, der sonst irgendwie von den Daleks übersättigt ist, mir hat sowohl dieser Horroraspekt als auch dann dieser Trash-Charme gefallen, wenn er dann zum Beispiel das Militär lahmlegt, quasi im Alleingang. Und Dr. Who-Fans werden sich dann zu Recht fragen, wieso das Militär? Wo ist denn the Unit? Ja, diese Einheit wird leider durch einen dummen Gag verbraten. Ich hoffe, dass sie den bald wieder ausmerzen oder Schnippeli-Schnick, die Zeit hat einen Knick, irgendwas in der Richtung, weil das wäre schade, wenn
gerade sowas, was auch jahrzehntelang bestanden hat, einfach mit einem billigen Witz ausgelöscht worden wäre. Alles in allem, nach einem wirklich guten Start, verliert es sich durch das soapige Familiendrama und einer in die Ecke gedrängten Doktorin in ziemlicher Belanglosigkeit, was wirklich schade ist, weil das hätte ein Klassiker sein können. Und auch dieses Neujahr-Feeling, es ist ja immerhin das Neujahrsspezial, will auch nicht so recht aufkommen. Bis auf zwei Szenen ist es irrelevant, dass das an Neujahr spielt. Die Frau Doktor sagt, nein, du wirst die Welt jetzt nicht an Neujahr zerstören. Und man sieht kurz von der TARDIS aus so ein paar schöne Feuerwerke. Hätte man mehr draus machen können. So haben sie viele Elemente. Und außerdem Dalek will kein so richtig separat zünden. Schade drum, und so kann ich dem Ganzen leider nur 2,5 Punkte von 5 geben, weil es sich zu viel in anderen Sachen verliert, die das unnötig ausbremsen. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!